Der Krone Dryliner mit der Stahlglattwand und natürlich auch die baugleiche Wechselbrücke sind die robusten Koffer für den härtesten Transporteinsatz. Die Wand besteht außen aus geklinschten, vorab verzinkten Stahlblechkassetten, gegen die von innen vollflächig ebenfalls ein verzinktes Schlüssellochblech genietet wird. Und dieses Sandwich bildet den robusten Seitenwandaufbau, wobei selbst diese Seitenwand beim unsanften Kontakt mit einer Mauerkante den kürzeren zieht. Klären wir zunächst kurz, was genau beim Clinchen passiert. Hierbei wird durch die zu verbindenden verformbaren Bleche ein Stempel in eine Matrize gepresst, wobei hinterher eine druckknopfartige feste Verbindung entsteht. Die weniger exotische Verbindung zweier Bleche durch Nieten kennt ihr natürlich. Aber bei aller Solidität ist die Reparatur respektive der Austausch einzelner Kassetten sehr schnell erledigt. Einfach nur die Nieten des Schlüssellochbleches aufbohren und das Blech entnehmen. Und Gleiches gilt natürlich für die Clinchverbindungen der Kassetten. Dann die neuen auf Wunsch vorab schon pulverbeschichteten Kassetten einpassen und verklinchen. Abschließend mit dem Schlüssellochblech stabilisieren und fertig. Und das geht so easy, das könntet ihr auch zu Hause bei euch in der Garage machen. Okay, es müsste natürlich eine größere Garage sein. Oder ihr fahrt doch besser zum Krone Swap Service. Die Mädels und Jungs dort freuen sich auf euch und machen euch auch gleich die Beschriftung wieder an die richtige Stelle.